Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eresing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, da sind wir in Eresing. Das ist herrlich hier. Es riecht auch wieder gut. Frau Schieder bleibt weiter Schnüffler, wie gerade auch beim Schuhmachermeister. Hier sind wir jetzt bei der Restauratorin der Juliane. Und die werkelt gerade rum und macht alles allein. Du hast keinen mehr, gell? Du machst das alles allein. Ja, alles alleine, ja. Bist du schon immer Restauratorin gewesen? Hast du einen zweiten Weg gemacht? Weil manchmal hört man ja, zuerst macht man was Gescheites. Und dann wird man Restauratorin. Ja. Weil es ist ja auch kein geschützter Beruf irgendwie. Nein, es ist kein geschützter Beruf. Also ich habe erst Schreiner gelernt. Also trotzdem Holz. Genau, Schreiner gelernt. Und dann bin ich eigentlich nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen. Und bin zum Restaurator gegangen, weil ich mir gedacht habe, das ist nichts für mich. Und ich habe nicht so recht gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich da hin, mache ein Praktikum, dass ich merke, dass das nichts für mich ist. Und dann bin ich hin, hat es mir total gut gefallen und dann bin ich hängen geblieben. Genau. Hast du denn noch eine Alternative gehabt, zu sagen, wenn das nichts für mich ist, mache ich was anderes? Ja, Architektur studieren oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber dann bin ich da halt irgendwie. Du bist jetzt noch nicht so lange da, also, oder? Bist du? Na, ich war jetzt 10 Jahre in Diesen. Also seit 13, oder? 13 Jahre bin ich jetzt selbstständig. Und jetzt seit vor einem Jahr. So ziemlich vor einem Jahr bin ich mit der Werkstatt jetzt umgezogen. Genau. Weil du den Platz hier hast, deine Ruhe hier hast. Ich meine, Eresing ist ruhig. Wir haben das Haus gefunden und dann habe ich erst oben alles hergerichtet und habe das Haus umgebaut und hergerichtet. Stell mir das jetzt bei der Juliane alles schön alt und restauriert vor. Hast du überhaupt irgendein neues Möbel? Einen Ikea-Hocker habe ich. Nein, einen Hocker. Dann doch ja, einen Hocker. So, nicht wertig, sondern einfach bloß zum Benutzen. Genau. Sonst nur ist old, oder? Nein, das sammelt sich halt einfach an, weil das ist irgendwie wie die Leute, die bringen dann ihre Sachen und was halt, und ich kann es natürlich auch nicht mit anschauen, wenn was weggeschmissen wird. Das heißt, na ja, kommt denn das sammelt sich halt an. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, weil bei mir in der Familie ist eigentlich keiner in der Richtung unterwegs, auch handwerksmäßig nicht. Was? Nein, das sind alles Opa, Oma, irgendwann mal doch genetisch was drin sein. Naja, gut, Köche haben wir, aber die anderen sind alle Studierte und Gescheide, also. Das ist ja, wie sich das ergeben hat, ich weiß es nicht. Ich kann es halt nicht mit anschauen, wenn die Sachen dann weggeschmissen werden. Das zum Beispiel würde ich jetzt sagen, genau, ist... Genau, also das wäre eindeutig eigentlich zum Wegschmeißen. Ganz ehrlich, da ist alles drin, was man eigentlich nicht braucht in einem Holz. Und sind das Stuhlfüße? Genau, das ist ein Stuhl, das ist ein Armlehnstuhl. Wie alt ist denn sowas? Jetzt mal grundsätzlich, weißt du, ganz ehrlich, jetzt mal bloß vom Blick her, dass ich das verstehe. Sowas liegt jetzt bei dir da. Kannst du Holzstruktur und Material wissen, wie alt sowas sein könnte? Also man kann es natürlich jetzt mit dem Mikroskop kann man feststellen, wie alt das Holz wirklich ist. Ja. Da macht man einen Mikroskopschnitt und kann es da bestimmen. Man kann es von der Form her schließen. Also das ist jetzt immer Armlehnstuhl, das ist das zweite Seitenteil. Genau, das ist dann hinten die Lehne mit dem Oberteil. Das ist aber ja Puzzlearbeit, das ist echt eine Fietzelarbeit, oder Juliane? Ja. Das auf jeden Fall. Der hat relativ gar ausschaut. Das sieht man jetzt aber von der Form her, dass das irgendwie so ja, spätes Biedermeier ist, weil der schon so ein bisschen rundlich ist. Okay. Das heißt, der ist so 1840 wahrscheinlich. Also kannst du, genau, jetzt mal grundsätzlich, genau. Was, man lernt ja als Restauratorin oder Restaurator wirklich die kühnsten Fächer. Also da ist ja wirklich Chemie, Zusammensetzung, Stoffe, Holz. Was habt ihr da alles, habe ich einmal gehört zumindest. Also es ist schon ein sehr intensives Auseinandersetzen. Ja, also klar, man hat natürlich mit Chemie, mit den Inhaltsstoffen vom Holz, ob jetzt da Gerbsäure drin ist oder nicht, weil die Gerbsäure reagiert dann wieder, wenn man irgendwie Chemikalien hernimmt, wenn man jetzt was bleichen will und man nimmt eine Eiche, dann darf man nicht so viel Ammoniak als Beschleuniger mit reintun, weil es sonst schwarz wird und so weiter. Ist dir das so schon mal passiert bei einem wunderbaren alten Möbel, dass du das verhunzt hast, Juliane? Und der Kunde hat es gar nicht gemerkt. Na gut, das passiert natürlich, weil man weiß beim Restaurieren natürlich nie, was wirklich für Oberflächen drauf sind oft und wie das Holz dann tatsächlich reagiert. Aber es ist eigentlich im Normalfall so, dass wenn was passiert, dass man immer wieder alles so machen kann, dass man es danach nicht mehr sieht. Schau es an. Bring es nicht zu Juliane. Es wird immer gut funktionieren. Genau, was machst du da jetzt eigentlich? Ja, also ich reinige jetzt das gerade. Das sieht man jetzt halt hier, ist es noch irgendwie, also das sind die
Sachen, die jetzt noch nicht gereinigt sind. Und ganz kurz, wer kommt zu dir, die das auf dem Dachboden gefunden haben? Weil ich stelle schon auch fest, der Mensch an sich mag wieder das Alte. Warum auch immer. Das ist natürlich eine Geschichte, das ist vielleicht was mit Kindheit, das ist was mit Form, mit was dranhängt. Aber Menschen bringen alte Sachen wieder eher, egal was es teilweise kostet, zum Richten. Das ist halt der ideelle Wert, der da ist. Also ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen geteilt ist. Auf der einen Seite ist ja alles glatt und Kunststoff und Hightech und so weiter und so fort. Aber irgendwie so ganz steril, das funktioniert anscheinend auch nicht. Also das heißt, sie stellen sich entweder irgendwelche Chevy-Schick-Möbel mit rein oder haben halt doch irgendwie von der Oma einen drum. Oder meistens ist es halt der ideelle Wert. Gekauft werden Antiquitäten momentan eigentlich weniger? Ja, sehr wenig. Wie du gerade gesagt hast, dieser Chevy-Schick, ne? Also neue Sachen werden auf alt herauspoliert, nenne ich das Ganze jetzt mal. Das tut dir weh, wenn du sowas siehst? Mein Gott. Zuckt's da? Also, na, eigentlich nicht mehr so jeder wirklich. Früher hat es mich ein bisschen mehr geärgert, aber heute bin ich eigentlich, also so ein Schrank wie der jetzt zum Beispiel, der war früher mal gefasst. Hast du den beizt oder warum ist der so schön hell? Na, der ist dann abgelaugt worden und die Kunden tun den jetzt selber anmalen. Früher habe ich auch mal gesagt, mal anmalen, weiß ich nicht so recht. Aber jetzt denke ich mal halt, bevor ein Möbel dann gar nicht in Gebrauch ist, und das ist jetzt ein Fichtenschrank, also der hat jetzt kein schönes Furnierbild wie jetzt der Biedermeier-Sekretär oder sowas. Ja. Und dann kann man den eigentlich schon auch mal anmalen, bevor der dann nicht hergenommen wird und im Keller rumsteht. Auch schade. Oder weggeschmissen wird, dann lieber nur anmalen. Denke ich, man weiß halt von der Qualität her, so gebaut ist, dass es einfach 10-mal länger hält und es auch keine Spanplatte ist, wo irgendwelches Zeug ausgast. Es ist ja schon mal schön, dass es ein echtes Holz ist. Genau, also das ist schon mal für mich irgendwie, dass es Holz ist und keine Spanplatte. Genau. Da habe ich tatsächlich eine Aversion gegen Spanplatte. Schwierig. Und genau, also wenigstens ist es dann Holz auf jeden Fall mal. Und es ist halt der ideelle Wert. Also die haben das jetzt auch irgendwie aus der Familie geerbt, vom Opa. Schöne Sachen. Genau. Ja, ich würde gerne darüber nochmal gehen. Und da hinten habe ich auch was entdeckt. Das ist so heiß. Das ist wie eine Stube, liebe Zuschauer. Sind wir gleich wieder da. So haben schon wieder aus, gell? Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eresing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Ja. Das hab ich schon entdeckt, aber das steht so da, das ist schön. Das steht einfach nur so da. Das steht halt dann so da. Aber woher, weißt du das? Das hat keinen Sinn. Sonst, nee, das habe ich geschenkt gekriegt von der Werkstatt, wo ich gelernt habe. Der hat mir das geschenkt, mal zu Weihnachten, Geburtstag, weiß ich noch mal. Und die habe ich genau so, wie sie halt vom Speicher runterkommen, sind dahingestellt. Da könnte man jetzt auch irgendein Möbel vielleicht drumherum bauen oder was auch immer. Aber so stehen sie halt einfach nur da und sind schön. Geh ruhig ans Dolly von. Das überhaupt nicht. Wir können uns ja weit umschauen. Allein schon die Dosen finde ich wieder schön. Auch das wiederum gefällt mir auch so. Schau mal da schnell nach, schau mal, was ich da alles gesehen habe. Auch da. Ich bin gleich hinten, schau mal. Das ist sowas finde ich toll, da wird gearbeitet. Hier fallen die Späne, Juliane, hier fallen die Späne. Ich finde es ja, so jetzt mal ganz wieder dieses Klischee aufzufüllen von Mann, Frau, Restauratorin, Restaurator, mehr Männer, mehr Frauen. Und wird der Beruf auch wirklich jetzt noch so ausgeübt? Also ist es vom Aussterben bedroht, sagt man, mei, ein bisschen könnten schon nachkommen, die Jungen. Also es lernen schon viele. Es ist ja mittlerweile eher so in diese Studienrichtung geht das alles. Also das Göring-Institut ist an die FH gegangen. Also das ist mehr wissenschaftlich alles jetzt. Mhm. Es machen wohl schon relativ viele zu. Also es ist schon nichts mehr, was so wirklich läuft. Aber ich habe schon zu der Zeit angefangen, wo es eigentlich schon überlaufen ist. Also, deswegen habe ich keine. Sag mal, was haben der Mama und Papa gesagt? Wenn also die Juliane anfängt, weil es schon nicht mehr gelaufen ist. Die haben doch gesagt, Mädel. Schreinerei, wenigstens dann Schreinerei gescheit machen. Ja, ich habe das auch ausprobiert, aber das ist diese Spanplattenwelt und dieses Kunststoff und Hightech. Das ist da halt musst du aber schon Idealistin sein, Arving, oder? Mal klar, logisch, ich habe dann auch woanders gearbeitet, im Büro, habe da bestimmt mehr verdient als Festangestellte mit 30 Tagen Urlaub und so weiter. Du in einem Büro, das kann man überhaupt nicht vorstellen. Mal habe ich auch gemacht, 2,5 Jahre lang. Na, gefällt mir so besser. Ja, die habe ich nicht mehr geschafft, weil hier waren lauter Spanplatten drin. Na lass das so, das ist ja Wahnsinn. Und die habe ich halt, ich habe lauter alte Türen hier im Haus verbaut. Also auch die Eingangstür ist aus meinem alten Kindergarten.
Was die Eingangs ist aus dem Kindergarten? Ja, die haben meinen Kindergarten abgerissen in Riederau. Ich wollte jetzt noch fragen, hat der Kindergarten nur Tür? Weil das ist Nein, die haben den abgerissen und da habe ich damals die Tür ausgebaut. Und die sind halt auch alles, wo sie sich halt irgendwo... Das wollte ich eigentlich nur sehen, genau das da. Ich muss ja schon allein überlegen, wie das Möbel heißt. Das ist jetzt was? Also das ist jetzt eigentlich nur das Innenleben von dem Sekretär. Ach, das ist ein Sekretär. Das ist ein Sekretär, genau, das ist der Klappsekretär. Ach, ja, verstehe. Wie alt ist jetzt der? Das ist auch so spät, das Biedermeier. Der hat auch schon ein bisschen diese rundlichen Kanten und dieses Profil ein bisschen. Und da ist eben das Innenleben da drinnen. Ja. Und da ist eine Klappe, die steht da hinten. Ja. Die kann man dann runterklappen und als Schreibunterlage. Und da sind halt die Schubkästen drinnen. Sag mal, Juliane, wenn du also ein ganz besonderes wertvolles Stück zum Beispiel kriegst. Ich meine, also anscheinend, weil du lieferst wieder ab, dann bringst du wieder was Neues, gleich kommen wir zu dir. Ist ja schön. Aber da gibt es ja bestimmt auch mal ein Möbel, wo du sagst, wow. Ist man da auch angespannt, ist, wenn was ganz Besonderes kommt, was sehr großen Seltenheitswert hat? Also das auf jeden Fall. Und bei mir brauchen die Möbel dann ein bisschen ihre Zeit. Also wenn das dann was Außergewöhnliches ist, dann muss das erst eine Zeit lang stehen. Und dann schaue ich das immer wieder an und dann gehe ich immer wieder vorbei und überlege mir was. Also da jetzt mit dem Pferd zum Beispiel, da überlege ich mir jetzt auch, wie mache ich das? Und dann schleiche ich wieder mal drum rum und dann, genau. Und dann müssen die Sachen halt einfach auch mal eine Zeit lang stehen, bis ich mich mit denen so ein bisschen anfreunde letztendlich. Ich finde sowas ja Wahnsinn. Das ist doch uralt sowas, was da schon alles für eine Geschichte ja, drin also hängt. Ja, da haben jetzt die Enkelkinder mit 5 und 6 Jahren alt, haben das nach wie vor benutzt. Deswegen schaut es auch so aus. Genau, und das sind dann halt so Sachen, da brauche ich dann so ein bisschen Zeit, dass ich mich da ein bisschen naiv fühle irgendwie, was man da macht, wie man es macht. Und genau, also dann wird das erstmal eine Woche lang umkreist so ein bisschen, bis ich dann tatsächlich... Dann wird es andere Bredel wieder genommen und dann gehen wir wieder zum Ursprung. Ja genau, weil man schaut ja dann auch, wie sind die Möbel gebaut und so weiter und so fort. Die sind ja auch alle unterschiedlich gebaut und von der Konstruktion her und wie könnten wir das machen und so. Und aber man sieht, der Juliane macht es Freude, allein das Äuglein leuchtet, alle zwei und auf dass es so weitergeht. Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Alles Gute, ja? Und mach's gut und danke, dass wir vorbeischauen haben. Ja? Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Eresing. Wechseln Sie jetzt.